Hey Leute, was geht ab? Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und heute geht es um das Thema Differentialölwechsel. Ja, was soll ich euch dazu sagen? Ich habe das Differentialöl in meinem Getriebe nach 124.000 und ein paar Zerquetschständen wechseln lassen. Und das Ganze habe ich mit einer Pumpe machen lassen, die aber leider nicht komplett dicht war. Und die ging zurück zu Amazon. Amazon war korrekt, hat wieder das Geld zurücküberwiesen. Und es ist natürlich schade, dass die Pumpe nicht gehalten hat. Ich hätte gerne noch für eine andere Sache benutzt, aber das fiel leider aus. Zu dem Differentialöl beim E90 gibt es verschiedene Sachen zu erzählen. Einige sagen, wichtig ist, dass man das BMW Originalöl nimmt, was ja auch ich, wovon ich ja auch ein Verfechter bin. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass es auch wichtig ist, ein gutes Öl zu nehmen. Und da gibt es Unterschiede, und zwar ist das, glaube ich, die API GL5 Viskosität oder diese GL5 Angabe ist ein entscheidender Faktor für unser Differential, was wir haben. Und natürlich, da ich bei Wagner auf dem Kanal ein Video gesehen habe von einem Getriebespezialisten, der ja tagtäglich Getriebe auseinanderbaut, Getriebeschäden sieht und damit auch echt auf einem guten Gebiet unterwegs ist, der empfiehlt auch eigentlich allen spätestens 90.000 dann halt das Getriebe, auch das Differentialgetriebe, also das Getriebe, Differentialöl zu wechseln und damit auch nicht allzu lange zu warten, denn wenn es zu spät ist, ist es zu spät und dann muss ein neues her. So, dann ist natürlich die Frage, welches Öl nimmt man? Es gibt 75 wie 90 ist das, glaube ich, die Betitelung. Das ist standardmäßig drin. Aber es gibt auch für die BMW M3 Modelle die 75-140, also die 75-440 Öle, die nochmal von der Viskosität ein bisschen mehr abkönnen, ein bisschen, weiß nicht, ob das dickflüssiger ist, aber die von den Additivpaketen her und von den Eigenschaften natürlich auch von der Viskosität ein bisschen dicker sein müsste. Für die Lamellensperre natürlich, also LS, aber trotzdem auch natürlich in unserem Differential verwendet werden kann. Da hat dieser Getriebespezialist bei Wagner auf der Messe was ganz Interessantes gesagt, und zwar meinte er, dass zum Teil bei den AMG-Modellen das gleiche Differential in den Autos verwendet wird oder damals wurde, nur unterschiedliche Öle, dass der Rest eigentlich baugleiche ist, mehr oder weniger. Und ich glaube, das war bei den noch nicht turbo aufgeladenen Modellen. Und da kann man sich natürlich die Frage stellen, ja, warum macht man denn nicht was Besseres? Auf der anderen Seite habe ich auch eine Seite gefunden, neben dem Oil Club und auch im Oil Club selber, dass einer, der sich da ein bisschen mehr mit befasst hat, sagt, wenn man Differentialölwechsel machen lässt, dass man da lieber das 75W140 LS nehmen soll mit der GL5-Freigabe, da die einfach mehr Reserven bietet, weil ich glaube, jeder von euch hat mal bei guten mehr als 3000 Umdrehungen eingekuppelt oder in der Kurve mal versehentlich die Kupplung gedrückt, ist dann so abgerutscht, weil nach dem Saubermachen so viel Seife auf den Schuhen waren, auf der Schuhsohle, und dann kam irgendwie das Auto quer und man wusste gar nicht, was man so machen muss. Auf jeden Fall ist das der Moment, wenn ihr das kennt, wo das Differential richtig schuften muss und richtig einen auf die Mütze bekommt. Und der eine wäscht sein Auto halt fünfmal am Tag und dann hat er fünfmal am Tag, dass irgendwie das Auto ausbricht. Und dann ist natürlich scheiße, ne? Also dann sollte man schon vorsorgen, dass das alles ganz gut funktioniert. Und natürlich habe ich in Verbindung dazu das Wagner Mikrokeramik mit reingepackt. Wenn ihr mein Video noch nicht kennt, ich habe das einmal vorab alles gemischt. Das seht ihr in dem Video, wie meine Mixtur war. Also ich habe alles voll gecocktailt und vorbereitet, dass einfach nur eingefüllt werden muss. Und ich habe auch im Differential das Mikrokeramik drin. Das heißt, mein Auto ist jetzt mittlerweile ja eigentlich voll aufgewagnert. Also ich habe das Mikrokeramik im Motor drin, ich habe das Mikrokeramik im Schaltgetriebe drin, ich habe das Mikrokeramik im Differential drin.
Dann habe ich den Allstop im Motor drin und den Allstop im Differential habe ich drin. Beides. Und für den Motor nutze ich noch den Motor Cleaner. Man kann auch für das Differential und für das Schaltgetriebe ebenfalls den Motor Cleaner benutzen. Wichtig ist immer nur, dass der Motor Cleaner in ein heißes Motoröl eingefüllt wird, sonst funktioniert das Ganze nicht. Ja, also mit der ganzen aufgeweigerten Karre kann ich sagen, oh, hier liegt was. Was ist das? Ein Vogel? Ja. Oh, ein dickes Ding. Seht ihr gleich vielleicht? Ne, seht ihr nicht. Oder vielleicht hier? Ne, auch nicht. Aber auf jeden Fall irgendwas dickes. Bussard oder sowas? Weiß nicht, ob da angefahren wurde. Wo war ich stehen geblieben? Ja, meine Karre ist soweit aufgewagnert und fährt sich echt geil. Also ich weiß halt zwei Sachen. Das Zeug funktioniert, weil wenn es im Motor funktioniert, funktioniert es auch im Differential und im Getriebe. Und wenn es da rein kann, dann kann es da auch rein und dann tue ich es da auch rein. Und ich habe auch jetzt gemerkt, den Vergleich altes Motoröl mit dem Mikrokeramik gegen neues Motoröl mit dem Mikrokeramik, dass auf dem Rückweg, ich bin beide Fahrten wieder bewusst entspannt gefahren, dass ich auf dem Hin- und Rückweg einen halben bis 0,6 Milliliter, einen halben Liter sparsamer auf dem Heimweg war. Also das heißt wirklich ein Öl, was nicht wirklich durchgekloppt wurde. Na gut, das wurde schon durchgekloppt, aber jetzt nicht wirklich auf Ende ist. Ne? Also ich hatte ja 13.000 Kilometer damit runter. Das ist ja kein Longlife-Zyklus, sondern halt ein kurzer. Und dann halt frisches Öl. Man merkt den Unterschied schon, dass ein frisches Öl dem Motor immer gut tut. Ich würde euch empfehlen, verkürzt die Intervalle und fahrt eure Öle nicht so tot. Also man kann natürlich auch länger machen, ja, herzlichen Glückwunsch. Aber ob es wirklich dem Motor gut tut und ob man da am richtigen Ende spart, weiß ich halt auch nicht. Ne? Ja, vlogmäßig machen wir weiter mit dem schönen Sonnenuntergang hier am Ende. Ich wurde zudem auch noch gefragt, ob ich einen Unterschied feststellen konnte zwischen dem Motul XS5W40, was ich vorher drin hatte, und jetzt dem neuen Rovesynd RS5W40 Öl und wie sich der Unterschied bemerkbar macht. Und zwar, ich muss euch sagen, dass der Motorlauf im Stand bei kaltem Zustand beim Rove ein bisschen sanfter ist. Jedenfalls ist so mein Gefühl. Wenn man den Öldeckel öffnet, fällt aber auf, dass das Rove-Öl sehr stark nach Öl riecht. Also es riecht sehr ölig. Ich weiß nicht, wie ich das besser sagen kann, aber es riecht sehr stark nach Öl. Das Motul war eher ja, wie so ein Eau de Toilette, ne? Es war halt parfümmäßiger. Ja, keine Ahnung, das hat dann nicht so stark gerochen, ne? Also ich, das, wie gesagt, das Öl ist super frisch drin, ich habe keinen Spriteintrag drin. Ich habe da sonst nichts drin, aber... Boah, jetzt Autobahnauffahrt. Beste! Boah, KW ist da. Reifen ist da. Boah, es ist genau der Moment, wo alles zusammenpasst. So geil. So mega geil. Ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt in der Kamera oder wie ich im Auto rumgeflogen bin. Super. Super geil, voll vom Thema weg, aber scheißegal. Bin glaube ich, weiß ich nicht, ne? Zweiter Gang war Ende, also knapp 100. War eine sehr entspannte Auffahrt, aber Hubbel, wechselnder Asphalt und dann Belastung, voll auf dem Reifen, voll in der Kurve, relativ und dann. Der Reifen frisst sich, obwohl er nicht komplett heiß ist, in den Asphalt rein. Dann kommt die asoziale Bodenwelle, die sagt so, ah, dich hebe ich jetzt aus hier, Kollege, was machst du hier? Und Fahrwerk, das KW-V3-Werk, schluckt das weg, bügelt drüber. Mega geil. Und oh, das war richtig gut. Und dann schalten, Grip ist da, Domstrebe regelt vorne, Fahrwerk regelt, die Unebenheiten. Der Reifen ist perfekt da zwischen den verschiedenen Asphaltbelägen und zwirbelt dich einfach hier, zack, Kollege, ab drüber, über die Kurve oder durch die Kurve. Mega nice. So muss das sein. Also wenn ihr Geld investiert und gerne ein bisschen flotter unterwegs seid und das mögt, dann muss die Kohle halt leider locker sitzen. Ne? Ah, scheiße, teures Hobby, ne? Kennt ihr. Nein, aber
Macht's gut, ne? War richtig geil, hat Spaß gemacht, die Kurve war echt geil und so kommen die ganzen Komponenten zusammen. Und so auch gerade jetzt in Verbindung mit dem 225er Reifen hinten, mal gucken, wo ich langfahren muss, mit dem 225er Reifen hinten ist das einfach, ja, spaßiger als mit der Mischbereifung. Also das Auto ist vorhersehbarer, wie es halt agiert, auch in der Kurve und macht mehr Laune, finde ich. Also es ist aktiver, aber nicht, dass es unkontrolliert ist und du gleich dir Sorgen machen musst, dass du hier abfliegst. Und in der Kurvenfahrt war auch Helferchen aus, ne? Und macht da. Ist geil. Also die Komponenten spielen zusammen. Richtig gut. Ich bin stolz über meine Verbesserungen, weil die alle ganz gut zusammenpassen. Ne? Wenn man dann noch weiter jetzt spinnt auf Track-Events, Bremse gemacht, bessere Bremsflüssigkeit drin, größere Bremsanlage drin, größere Bremsscheibe drin, bessere Bremsbeläge drin, was habe ich noch vergessen? Luftführung hat er 330, jedenfalls meiner hat die drin, das heißt die Bremse wird auch gekühlt und so. Richtig nice Setup. Jetzt fehlt nur Starflex, dann ist Bremse auch fertig. Dann hier die Bremssattelhülsen, was ich davon erzählt hatte, Flüssigkeithülsen, alles gemacht, richtig gut. Ist ein nice Setup, ne? Also ist jetzt nicht super racy, nicht knüppelhart, nicht leer, nicht laut, aber wenn ich will, macht die Karre. Und das ist genauso diesen Spagat, den ich eigentlich haben wollte. Im Daily ruhig, komfortabel, aber in der Kurve dann halt diesen Feinschliff von einem E90 330i, der halt eine Sportlichkeit hat, einfach das ganze Potenzial nochmal mehr rausgekitzelt, dass der Spagat einfach größer wird, aber er beides besser kann. Auch den Komfort kann er besser. Ja, mega gut. Keine Ahnung, wie das hier zu dem Video passt. Passt aber mir ganz gut in den Kram, dass ihr mal so ein bisschen was gesehen habt. Ja, ansonsten... Ja, ansonsten muss ich sagen, ich freue mich wirklich über eure ganzen Kommentare und das Feedback über das Wagnerzeug. Ich werde nochmal ein Video darüber machen, ganz speziell, ganz gut, ganz in Ruhe, wie ihr die Produkte zu benutzen habt und was wofür ist und das auch wirklich mal strukturiert und nicht so ein Wischiwaschi wie hier in diesem Vlog-Style. Aber... Geht ab. Macht echt Spaß. Und damit verabschiede ich mich von der heutigen Episode Cruisen mit Marc. Jetzt sagt meine Batterie auch, jo, 10% noch. Also, ciao Leute, abonniert den Kanal, gebt mir einen Daumen nach oben, schreibt, was ihr für Setups habt, was ihr gemacht habt, was ihr machen wollt, was ihr nicht machen würdet, wieso, warum, weshalb oder warum ihr euer Auto so liebt. Und fahrt vorsichtig, bis bald. Euer Marc Monetti. Peace.